Hallo meine Lieben und willkommen zu einer neuen Aufnahme von Harvest Neue Augen. Ich glaube, uns bleibt nichts anderes übrig, als Harvey zu verschenken. Ich weiß jetzt nicht, ob da noch im Abfalleimer was ist. Jetzt waren da nur noch Stoffreste drin. Jetzt waren da nur noch Stoffreste. Okay. Ich glaube, dass wir Harvey verschenken müssen. Hast du es dir noch einmal überlegt? Denk gut darüber nach, Lilly. Willst du mich nicht erst noch mit allem anderen ausprobieren? Oder willst du mich wirklich der Oberin schenken? Aha. Wirklich? Wirklich? Aha. Oh, Lilly. Wie soll ich das je wieder gut machen? Du willst jetzt sicher eine Gegenleistung. Richtig? Ich habe leider nur dieses Messer. Meinst du, es wäre angemessen? Aha. Wunderbar. Danke für alles, Lilly. Gut gemacht. Wenn du so weitermachst, könnte ich mir vorstellen, dich irgendwann als Deputy einzustellen. Oder ich dich als Kosmonautenassistentin. Was noch viel lässiger ist als Deputy. Wie auch immer. Schneid uns bitte schnell los. Dann sehen wir weiter. Ich habe schon längst einen Plan. Ihr kennt doch sicher die Geschichte von dem Mädchen, das damals aus Dr. Marcells Anstalt geflohen ist. Dasselbe Mädchen, das sie noch in derselben Nacht die Treppe hinuntergestoßen hat? Nun, ich habe es euch nie verraten. Aber dieses Mädchen war ich. Was für eine Überraschung. Ja, und darum kenne ich mich hier auch bestens aus. Hinter dem Polster dort liegt der berühmte Lüftungsschacht, durch den ich damals geflohen bin. Wir werden im Nullkomma irgendwas in der Freiheit sein. Dazu müssen wir zwar an Dr. Marcells Büro vorbei, aber... Lilly? Hast du irgendwas? Nun komm schon, Lilly. Schneid uns endlich los. Was soll das? Du wirst doch keine Dummheiten machen wollen, oder? Lilly, wohin gehst du? Lilly! Lilly! Willst du das wirklich tun? Vortrefflich. Ich wusste gleich, dass du gefährlich bist. Die anderen Kinder, das waren Unfälle. Aber nun stehst du hier mit einem scharfen Messer. Rauf und dran, einen wehrlosen alten Mann zu töten. Du fühlst dich vielleicht gesund, aber in Wahrheit bist du krank. Sehr krank. Du brauchst meine Hilfe. Du glaubst mir nicht, richtig? Du denkst, du tust das alles Edna zuliebe. Oh, Lilly, es gibt da etwas, was du über deine Freundin wissen solltest. Sie existiert nicht. Es gab mal ein Mädchen namens Edna. Wahrscheinlich hast du von ihr gehört. Aber das Mädchen, das du kennst, ist nichts weiter als ein Produkt deiner Fantasie. Ein Ausbruchsversuch aus dem freudlosen Klosterleben. Du glaubst, dass ich lüge, nicht wahr? Denn es gibt da noch jemanden, der Edna sehen kann. Lass mich raten. Ein hoher Geistlicher? Nein. Ein Polizist. Richtig? Die Manifestation einer höheren Autorität. Als du Edna in Gefahr wähntest, hat dein Unterbewusstsein auch ihn erfunden. Als Legitimation, dich über die Regeln der Oberen hinwegzusetzen? Um deiner Freundin zur Hilfe zu eilen. Frag sie doch selbst. Sie sind hier. Sie sind ein Teil von dir, Lilly. Oh, Lilly. Es tut mir leid. Der Doktor hat recht, Lilly. Wir sind nur eine Einbildung. Jetzt leg das Messer weg. Das Spiel ist aus. Wunderbar. Endlich kennst du die Wahrheit. All die Gründe, die dich hierher geführt haben, mitten in der Nacht... Bewaffnet mit einem Messer. Nichts davon war real. Leg das Messer auf den Schreibtisch. Ich werde dich sofort hypnotisieren. Nur meine Therapie kann dich heilen. Er hat leider recht, Lilly. Tu es nicht. Leg das Messer weg, Lilly. Sei ein braves Kind und tu, was man dir sagt. Lilly war den Tränen nahe.
Sie hatte gerade erst gelernt, nicht immer alles zu tun, was man ihr sagte. Und jetzt sollte das alles falsch gewesen sein? Während die anderen auf sie einredeten, wurde eine weitere Stimme immer lauter. Eine Stimme, die ihr sagte, mach weiter, mach weiter. Tu es nicht, tu es nicht, tu es nicht. Leg das Messer weg. Tu, was man dir sagt. Meister, wirklich muss jeder Stechen widersprechen. Lily dachte gar nicht daran, sich therapieren zu lassen. Sie fühlte sich frei wie nie zuvor. Sie konnte selbst entscheiden, was richtig und was falsch war. Langsam erhob sie das Messer. Nein, Lily, nein! Nein! Dies war vielleicht nicht das fröhliche Ende, das ihr erwartet hattet. Aber die Moral von der Geschichte lautet, ihr könnt tun und lassen, was ihr wollt. Hauptsache, ihr behaltet euren freien Willen. Auch wenn ihr dafür einen alten Mann im Rollstuhl erstechen müsst. Ende. Oh, das dauert jetzt nur 6 Minuten. Was ist denn das für eine Kacke? Ich kann doch keine 6-Minuten-Folge hochladen. Ey, Leute. Ich fand's toll, ganz ehrlich. Und ich freue mich schon drauf. Ja, ich kenne das schon. Kannst du das aufhören? Ja. Es ist so, ich werde den Spielstand jetzt gleich laden. Ihr kennt's ja schon. Und wir ändern jetzt einfach nur unsere Meinung. Gut. So, Messer. Wir brauchen das alles nicht, wir wollen einfach nur noch wissen, was rauskommt. Was soll das? Lily, wohin gehst du? Lily! So. Ich kann auch nur auf ihn gehen. Willst du? So, wir kennen das alle schon. So, was ist, wenn man Stopp macht? Mach weiter. Tu es nicht. Tu es nicht. Tu es nicht. Leg das Messer weg. Tu, was man dir sagt. Stopp. Mach weiter. Tu es nicht. Tu es nicht. Tu es nicht. Leg das Messer weg. Tu, was man dir sagt. Stopp. Mach. Okay, wir kommen dasselbe. Was passiert die jetzt? Die anderen hatten recht. Lily war offenbar krank. Sie war außerstande zu entscheiden, was richtig und was falsch war. Und so legte sie das Messer weg. Und begann ihre Therapie. Dr. Marcel hatte gewonnen. Dies war vielleicht nicht das fröhliche Ende, das ihr erwartet hattet, aber die Moral von der Geschichte lautet, ihr müsst immer alles tun, was man euch sagt. Immer. Ohne Ausnahme. Ende. Okay. Also ich finde das erste Ende besser. Man wird es am Thumbnail gesehen haben. Und ja, es war ein tolles Spiel. Es hat mir sehr gut gefallen. Und jetzt werde ich hoffentlich die Credits überspringen können. Jetzt sind wir im Startbildschirm. Und ja, mich hat das Projekt begeistert. Genauso schon wie Edna bricht aus. Von Dedelix. Wie auch immer man es genau ausspricht, weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht, so fair bin ich das zu sagen. Werde ich jetzt weiterspielen mit Deponia, ist zumindest für mich geplant, nach Harvey und ja, ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei und euch hat das Projekt gefallen und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.